Wie werden diese Gottfakten jetzt Teil meines Lebens? Also erstens, wie finde ich sie? In der Vergangenheit oder in der Gegenwart, in der kontinuierlichen, fortwährenden Gegenwart? Erstens. Zweitens, es ist in der Regel ein Schlüsselausdruck dabei. Der Schlüsselausdruck bedeutet in ihm, in Christus, durch ihn, durch Christus. Wenn immer du in der Bibel findest, in ihm, in Christus, dann ist das für dich, weil du in Christus bist. Nicht sein wirst. Du bist in Christus und dadurch du in Christus bist, bist du Teil dieses ewigen Bundes zwischen Gott und Christus. Ist das klar? Gehe ich zu schnell? Ist das logisch? Du bist in Christus. So was in Christus und durch Christus ist, gehört dir. Wir haben gestern gesagt, Hebräer 1, Vers 2. Er ist Erbe über alles. Römer 8, Vers 17. Wir sind Söhne und Erben, Miterben Gottes durch Jesus Christus. Miterben Jesu Christi. Das heißt, wenn ich Miterbe bin und der Erbe über alles ist, alles, was in ihm, durch ihn ist, gehört jetzt mir. Das ist legal bereits auf meinem geistlichen Konto abgegeben. Wie erleben wir das jetzt? Wir erleben es nur durch den nehmenden Glauben. Der nehmende Glaube hört auf zu bitteln und zu betteln. Der glaubt daran und der beginnt daran zu handeln. Und jetzt möchte ich euch etwas Wichtiges sagen. Der kann nicht im Kopf funktionieren. Nehmende Glaube ist nicht eine Sache, die du im Kopf machen kannst. Es ist eine Sache des Herzens. Denn wenn dein Herz diese Dinge nicht glaubt, dann werden sie sich in deinem Leben nicht abspielen und niemals in deinem Leben zur Erfüllung kommen. Ja, aber Reinhard, ist es nicht so kompliziert, das Herz oft? Glaubt dir nicht. Ich will es eh glauben, aber das Herz glaubt nicht. Ja, genau. Aber das Herz können wir verändern. Wisst ihr, Herr, ändere mein Herz, ist auch ein Gebet, das eigentlich, okay. Wir haben den Schlüssel bekommen vom Herrn, unser Herz zu ändern. Wir können unser Herz selbst ändern. Wie können wir unser Herz ändern? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, durch das Meditieren der Wahrheit. Was ist Meditieren? Darüber nachsinnen. Wir Christen müssen viel mehr Zeit verbringen, meditieren über die Gottfakten. Ich bin gesegnet, ich bin gesegnet. Und wenn unser Herz überzeugt ist von wahrhaften Glauben, wann wissen wir, wann unser Herz wirklich glaubt? Ganz einfach. Wenn die Gedanken und Gefühle sich vermischen zu einer Einheit, dann sind wir bei dem Punkt angelangt, wo es unser Herz wirklich glaubt. Ihr habt es alles so erlebt, plötzlich dieses Aha-Erlebnis. Wir wissen, wow, jetzt hat mein Herz das ergriffen. Und wenn unser Herz diese Wahrheiten ergriffen haben, dann glaubt sie unser Herz wahrhaftig. Viele Menschen sagen, sie glauben, aber in Wirklichkeit, ihr Herz glaubt gar nichts. Und ich sage immer, drei kannst du nicht vors Licht führen. Gott, der weiß alles, dein Herz und deine Frau. Die drei kannst du nicht durchs Licht führen. Die Frauen haben den sechsten Sinn, dass es du liebe Zeit. Ja, jetzt von die Verheirateten. Und wir versuchen oft unser Herz vors Licht zu führen, weißt du? Ich glaube. Aber unser Herz glaubt gar nichts. Und unser Herz muss zum Glauben gebracht werden. Unser Herz muss diese Gottfakten ergriffen haben und erglauben. Und da gibt es zwei einfache Möglichkeiten. Das erste ist, wir meditieren, wir sinnen nach. Wir immer wieder sinnen wir nach über diese Gottfakten, die mir gehören. Und plötzlich wird diese Wahrheit in unser Herz sein und unser Herz hat sie ergriffen. Und dann, wenn das Herz ergriffen hat, wow, ich bin tatsächlich gesegnet mit... Kriegt die Kanzel hart, wenn ich das sage. Ich bin tatsächlich gesegnet mit jeder Segnung in der himmlischen Welt. Das bin ich. Plötzlich manifestiert sich der Segen überall in deinem Leben. Und du gehst einfach und handelst demnach. Einfach. Und das nennt die Bibel uns anstrengen, um die Ruhe Gottes einzugehen nach Hebräer 4. Ich liebe Paradoxe in der Bibel. Strengt euch an, um in die Ruhe Gottes einzugehen. Im Moment einmal anstrengen oder in der Ruhe sein? Es ist eine Anstrengung, in die Ruhe einzugehen, weil wir dieses religiöse, verkorkste Mischungsdenken also in den Kopf bringen werden. Das ist die Anstrengung. Wenn du dich mal angestrengt hast und durch das Meditieren dein Herz verändert hast, dann bist du in der Ruhe drinnen, dann gibt es keine Anstrengung mehr. Aber es ist tatsächlich eine Anstrengung, unsere Gedanken vom Herrn erneuern zu lassen und durch das Meditieren unser Herz zu dem Punkt zu bringen, dass unser Herz wirklich glaubt, ich bin ja wirklich gesegnet, da gibt es ja nichts mehr zum Tun. Und diese Veränderung des Herzens geschieht durch die
konstante Meditation dieser Gottfakten. Aber da gibt es auch noch einen zweiten Weg, um unsere Herzen wirklich zum Glauben zu bringen. Denn es muss ein Herzensglauben sein. Und der zweite Schlüssel, der ist mir so klar vor Augen, und der hat überall, wo ich ihn gelehrt habe, herrliche und gewaltige Wunder bewirkt. Ich erzähle euch eine Geschichte, wahre Geschichte, von einer lieben jungen Dame in Polen. Die hat mich darüber lehren gehört, über das Herz, vor, ich weiß nicht, 3 Jahren etwa. Und als ich über die Tür rausging, da hielt sie mich auf. Da sagte sie zu mir: Reinhard, ich bin seit 6 Jahren verheiratet und wir können keine Kinder bekommen. Medizinisch geht's nicht. Sie hat zu mir gesagt: Reinhard, wir haben gebetet, wir haben gefastet, wir haben gefleht. Wir haben alle unsere christlichen Freunde gebeten, für uns zu beten, dass wir Kinder bekommen können. Ich wurde nie schwanger. Sie hat gesagt: aber jetzt weiß ich warum. Jetzt werde ich das, was du mich gelehrt hast, praktizieren. Sie ist nach Hause gegangen, hat zu ihrem Mann gesagt: es wird nie mehr wieder gebeten, um ein Kind zu bekommen. Niemals. Das Bitten hört sich auf. Aus. Sie hat gesagt: ich werde anfangen zu meditieren über das, was ich bereits das vollbrachte Werk des Kreuzes habe, bis mein Herz es glaubt, bis die Gedanken und die Gefühle sich vermischen. Ich habe diesen 4 Seiten langen Brief zu Hause noch in meiner Schreibtischlade. Ich rede ständig mit dieser lieben Frau. 6 Jahre lang keine Möglichkeit, ein Kind zu kriegen. Was taten sie? Sie gingen nach Hause und sie meditierten über das, was der Gottfakt ist. Die Bibel sagt, Kinder sind ein Segen des Herrn. Die Bibel sagt, wir sind gesegnet mit jeder geistigen Segen in Himmelswelt. Wenn ich gesegnet bin und Kinder ein Segen sind, das heißt, ich habe Kinder. Und sie hat einfach mit ihrem Mann immer wieder darüber meditiert. Und dann nach einigen Wochen, so schrieb sie mir einen Brief, nach einigen Wochen, da sagte sie zu ihrem Mann: mein Herz glaubt, mein Herz glaubt, mein Herz glaubt. Ich weiß nicht, wie die Handlung dann war, die auf diesen Glauben folgte. Aber ein paar Tage danach sagte zu ihrem Mann Folgendes: darf ich einen Schwangerschaftstest machen? Und sie machte den Schwangerschaftstest und heute hat sie ein süßes Mädchen. Ein süßes Mädchen. 6 Jahre des Bittelns und Bettelns wurde alles verändert, wodurch? Ja, aber sucht, klopft an und betet und bittelt und überzeugt Gott. Nein, überzeugt dein Herz. Du hast es in der Hand, dein Herz zu überzeugen. Du hast es in der Hand, zu meditieren über diese Gottfakten. Schau mal, ich lese dir eine ganz tolle Bibelstelle vor, um euch das einleuchten zu machen, dass diese bittelnde, jammernde, über Gott zu überzeugende Gebet um die Dinge, die uns gehören, absolut unbiblisch ist. Jeder Christ kennt normalerweise Römer Kapitel 10. Römer 10, Vers 8. Sondern was sagt sie? Was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht: jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Frage: hier geht es um die Errettung. Was beinhaltet Errettung? Im Griechischen das Wort Errettung beinhaltet viel mehr als nicht in der Hölle zu gehen. Jeder, der ein bisschen studiert, mein lieber Freund, der Samuel Bauer, der weiß das ganz bestimmt, der studiert ja Theologie, du weißt ganz sicher, was das griechische Wort alles beinhaltet. Viel mehr als nur, du kommst nicht in die Hölle. Das Wort beinhaltet alles Mögliche. Heilung, Freiheit. Wie bekommen wir die Errettung? Indem wir Gott bitten, uns zu retten? Steht hier irgendwo drin, wir müssen Gott bitten, um uns zu retten? Was steht klipp und klar? Du musst vom Herzen glauben und dann was tun? Mit dem Munde bekennen. Klipp und klar, niemals war ich bei irgendeiner Evangelisation, und ich liebe es, das Evangelium zu predigen, liebe es. Nirgendwo war ich bei irgendeiner Evangelisation, wo irgendein Evangelisationsprediger gesagt hat: und jeder, der jetzt errettet werden will, ihr müsst jetzt Gott bitten, euch zu erretten. Und hört nicht auf, ihn zu bitten, bis er euch ähnlich errettet hat. Könntest du dir so einen Evangelisationsaufruf zu machen?
Du brauchst Gott nicht überzeugen, dich zu retten. Du musst glauben mit deinem Herzen, mit dem Mund bekennen. Und es ist klipp und klar im Wort geschrieben. Und was die Errettung betrifft, da machen wir so. Aber den Rest des christlichen Lebens, dann drehen wir es wieder zurück und machen es wieder, Gott überzeugen zu müssen. Wo ist das hineingeschlichen? In die Lehre und in die Köpfe von Christen. Was Gott getan hat und was Gott gegeben hat, da braucht es nicht mehr, ihn zu überzeugen und ihn versuchen, dahin zu bringen, dass wir etwas von ihm bekommen. Also der nächste Punkt, abgesehen davon, von zu meditieren darüber, um unser Herz zu verändern, da gibt es eine zweite Art und Weise, wie wir unser Herz ändern, und das ist durch die Deklaration unserer Worte. Ich bin absolut überzeugt davon, meine persönliche Überzeugung, wenn wir Christen nur verstehen würden, welche Autorität und welche Macht in unseren Worten ist, würden wir aufpassen, was wir alles sagen. 100%. Wir haben bei uns in der Gemeinde, wo ich bin, ist eine Gemeinde in unserer Stadt mit etwas ungefähr 30.000 Mitgliedern. Und wir haben da auch eine Vollzeit-Bibelschule. Und ich lehre da in der Bibelschule auch gewisse Themen. Und ich habe über das Thema gelehrt, über Glaube ist eines der Themen, die ich lehre. Und ich habe über das Thema gelehrt, über die Autorität und die Vollmacht unserer Worte. Und eine Studentin hat mich unterbrochen und die hat gesagt, Reinhard, darf ich etwas sagen? Ich habe gesagt, ja, natürlich. Sie hat gesagt, ich wollte nicht glauben, dass unsere Worte wirklich solche Autorität haben. Also habe ich ein Experiment bei mir zu Hause gemacht. Ich habe zwei Blumentöpfe genommen, ich habe in beide Blumentöpfe die gleiche Erde hineingegeben, ich habe in beide Blumentöpfe die gleichen Bohnen hineingegeben und ich habe beide Blumentöpfe ins gleiche Klima gestellt bei mir im Wohnzimmer und ich habe sie beide gleich gegossen. Alles ganz gleich. Jeden Tag, und ich habe gewartet, bis die Bohne zu sprießen beginnt. Und als das Pflänzlein heraufgekommen ist, habe ich Folgendes gemacht. Und es war nur ein Experiment, weil ich es eigentlich nicht geglaubt habe. Sie hat gesagt, ich habe jeden Tag zu einem Bohnensprosse gesagt, habe gesagt, du bist hässlich, du bist furchtbar, du hast keine Überlebenschance, du wirst verrunzeln und absterben, du hast gar kein Leben. Und zu anderen habe ich gesagt, du bist wunderschön, du bist hübsch, du wirst toll wachsen, du wirst ein wunderschöner Bohnenstock werden. Sie hat gesagt, nach einigen Tagen verrunzelte und starb die eine und die andere spross herrlich. Hör zu, unsere Worte haben unwahrscheinlich schöpferische Autorität, aber da gibt es etwas, was wir verstehen müssen. Es gibt zwei Arten von Bekenntnissen. Und wir müssen den Unterschied erkennen, denn wenn wir den Unterschied nicht ergreifen, dann kommen wir in eine Konfusion, in eine Verwirrung. Und hier hat die Glaubensbewegung viel kaputt gemacht bei uns im deutschsprachigen Raum. Und ich sage das mit Wertschätzung von allem dem, was die Glaubensbewegung im deutschsprachigen Raum gemacht hat. Die haben Herrliches gemacht, die haben großartige Arbeit geleistet. Ich war ja in diesen Jahren, wo die nach Österreich kamen, war ich hier bereits in Österreich im vollzeitlichen Dienst. Wir haben Gemeinde gegründet. Und ich muss sagen, wir haben denen wirklich sehr viel zu verdanken. Aber sie haben auch vieles kaputt gemacht. Wodurch nämlich? Die haben Folgendes gesagt. Bekenn einfach. Einfach bekennen. Ich bin geheilt. Einfach bekennen. Und je mehr du bekennst, das passt schon so. Bekenn einfach. Das Problem war, wir haben Dinge bekannt mit unserem Munde, die unser Herz gar nicht geglaubt haben. Unser Herz hat nicht geglaubt, ich bin bereits geheilt. Der Mund hat ständig gesagt. Und was ist geschehen? Wir haben gar nicht kapiert, dass in Wirklichkeit unser Herz glauben muss, damit wir mit dem Munde bekennen. Der Apostel Paulus sagt Folgendes: Wir glauben, darum reden wir. Das heißt, der biblische Weg ist, dein Herz glaubt es, du bekennst es und es manifestiert sich. Was ist aber, wenn es dein Herz nicht glaubt? Es gibt einen anderen Weg als die Meditation, wo wir unser Herz zum Glauben bringen können. Und das ist durch das Bekennen der Gottfakten, durch das Bekennen des Wortes Gottes. Nur das Problem ist Folgendes. Wenn du dich selbst vors Licht führst, wenn du glaubst, dass du bekennst und eh schon glaubst, dann kommt es nämlich zum Problem.
Wenn du dir ganz bewusst bist, absolut bewusst bist, wenn ich ganz ehrlich bin, mein Herz glaubt es nicht, dass ich geheilt bin. Das weiß ich, das stehe ich mir ein. Wisst ihr, ich mache gern eine Aussage. Eines der schwierigsten Dinge im Leben eines jeden Christes ist es, den Unglauben im eigenen Herzen zu konfrontieren. Lass mich das noch einmal sagen. Eine der schwierigsten Dinge im Leben eines jeden Christen ist es, dem Unglauben in eigenem Herzen zu konfrontieren. Wir wollen uns nicht eingestehen, in Wirklichkeit glaubt mein Herz nicht. Lieber sagen wir, ich glaube eh. Nur du kannst Gott, deine Frau und dein Herz nicht vors Licht führen. Das kannst du vergessen. Ich werde nie vergessen, wie vor einigen Jahren der Herr zu mir gesagt hat, Reinhard, niemals tröste den Unglauben in deinem eigenen Herzen, konfrontier ihn. Und ich habe gesagt, Moment mal Herr, niemand tröstet den Unglauben in eigenem Herzen. Und der Herr hat gesagt, meine Kinder machen das ständig. Er hat gesagt, konfrontier jeden Funken des Unglaubens in deinem eigenen Herzen. Und ich habe gesagt, aber Moment mal Herr, wer tröstet den Unglauben? Und der Herr hat zu mir gesagt, was war mit deinem Freund? 53 Jahre alt? Letzte Woche gestorben an einer furchtbaren Krankheit. Es ging alles sehr schnell. Und er ließ einen dreijährigen Sohn als Waisen zurück. Und was haben alle gesagt? Der Herr hat ihn zu sich geholt. Und der Gott hat zu mir gesagt, ich habe den nicht umgebracht. Warum schieben mir das meine Kinder in die Schuhe? Weil es leichter ist, den Unglauben in seinem eigenen Herzen zu trösten mit irgendwelchen falschen Theologien, anstatt ihn zu konfrontieren. Und ich habe mich entschlossen, Unglaube im Herzen muss konfrontiert werden. Die Bibel warnt vor einem bösen Herzen des Unglaubens. Wir müssen ehrlich und aufrichtig sein, wenn wir nicht wirklich glauben. Und da ist so viel kaputt gemacht worden. Das Herz hat nicht geglaubt, wir haben es aber bekannt und haben uns versucht, selbst zu überzeugen, dass wir eh glauben. Aber glaubt haben wir es nicht. Und das geht immer in die Hose. Jetzt, was sollen wir tun? Sollen wir nicht bekennen, wenn wir es noch nicht glauben? Doch, wir können bekennen, aber wir müssen den Unterschied wissen. Es ist etwas anderes, ob ich das glaube, ob ich das bekenne, was ich glaube, oder ob ich bekenne in dem Bewusstsein, ich glaube es noch nicht, aber ich bekenne es, um mein Herz davon überzeugen, was die Wahrheit ist. Zum Beispiel, ist es die Wahrheit, dass du die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus bist, unabhängig von dem, was du tust? Ja, das ist die Wahrheit. Aber was ist geschehen, wenn wir in einem religiösen Umfeld aufgewachsen sind? Unser Herz glaubt das nicht. Wie bringen wir das Herz zu dem Glauben? Erstens, wir meditieren über diese Tatsachen. Zweitens, wir bekennen es in dem Bewusstsein, dass das Bekenntnis hat die Aufgabe, das ungläubige Herz zu überzeugen. Das muss uns bewusst sein. Was geschieht ganz am Anfang? Du kannst dein Herz nicht vors Licht führen. Am Anfang geschieht Folgendes. Dein Herz beginnt sich zu manifestieren und zu schreien und brüllt dir mitten ins Gesicht. Du bist ein Heuchler, das glaubst du ja gar nicht. Zum Beispiel, wenn du in Religiosität aufgezogen worden bist, in Gesetzes- und Werksgerechtigkeit und plötzlich jetzt versagst du in irgendeinem Punkt, und du bist überzeugt, du willst dein Herz davon überzeugen, dass du wirklich die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus bist. Und jetzt stehst du auf und sagst, ich bin die Gerechtigkeit. Mitten in dem Augenblick, wo du sündigst. Was wird dein Herz sofort machen? Du Heuchler. Schau dich an. Schau dich mal an. Was tun wir in dem Augenblick? Wir werden einfach still und sagen, das stimmt, mein Herz glaubt das nicht, aber es ist die Wahrheit. Und ich werde die Wahrheit deklarieren, um mein Herz auch zu überzeugen, dass diese Wahrheit im Wort Gottes feststeht und davon lasse ich nicht los. Und wisst ihr, was ich am Anfang gemacht habe? Ich habe so gemacht. Wenn mein Herz zu schreien begann, für mich war eines der Themen, war für mich die natürliche Versorgung. Das war für mich ein Thema, wo ich mein Herz so verändern musste. Wisst ihr warum? Ich bin sehr arm aufgewachsen. Mein Vater war vollzeitiger Pastor. Wir waren 10 Kinder. Und als mein Vater seinen Job aufgab und einen vollzeitigen Dienst ging, war ich ein Jahr alt. Ein Jahr. Und mein Vater musste mit 10% seines Einkommens auskommen,
Weil die Gemeinde hatte die Vorstellung, es ist der Job, so ungefähr, sie haben das nicht wortwörtlich gesagt, aber so ungefähr, es ist der Job Gottes, den Pastor demütig zu halten und unser Job, ihn arm zu halten. Ich weiß nicht, wie oft ich meine Mutter gehört habe, geh ins Bett, weil liegen kann ein leerer Sock auch. Weil ich gesagt habe, Mutter, ich bin so hungrig, ich kann nicht schlafen. Wir waren sehr arm. Sehr oft war ich hungrig. Ich habe mich geschämt, in die Schule zu gehen, weil die Kleider, die wir getragen haben, waren die Kleider, die anderen Missionare weggeschmissen haben und nach Österreich geschickt haben, zu Hause meines Vaters. Und da war eine Einstellung, es ist ein Zeichen der Demut, ein Zeichen der Heiligkeit, wenn du keine materiellen Sachen hast. Und das waren Botschaften, die in meinem Herzen klipp und klar geschrieben waren, ganz fest. Und dann beginne ich plötzlich Gemeinden zu gründen und dann sagt der Herr zu mir eines Tages, gib deinen Job auf, du kannst dich nur mehr konzentrieren auf die Gemeinden zu gründen. Und Gott hat zu meiner Frau gesprochen und meine Frau spricht zu mir und ich sage, ja, du tust dir da ganz leicht. Für dich leicht. Wer zahlt denn die Miete? Ich bin der Mann, ich bin verantwortlich für die Familie, ich bin das Haupt der Familie. Wer ernährt denn die zwei Kinder, ha? Und dich? Meine Frau hat gesagt, du bist nicht mein Versorger, Gott ist mein Versorger. Ja, da tust du dir leicht zum Sagen, habe ich gesagt. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie in meinem Herzen Ängste waren und was weiß ich. Ich will nicht, dass meine Kinder hungrig ins Bett gehen müssen. Ich will nicht, dass meine Kinder nicht versorgt sind. All diese Ängste sind mir hochgekommen. Ich kann mich gut erinnern, ich war mitten in der Schulung zu einem Job, das war, du liebe Zeit, 90 glaube ich war das, 90, ja, 1990, war ich mitten in einer Schulung, damals war das das Kaufhaus Quelle in Österreich, ich glaube das gibt's nicht mehr, da hatte ich eine ganz hohe Position, ich hatte damals vor 27 Jahren, da war mein monatliches Jahresgehalt, wäre 97.000 Schilling pro Monat gewesen, das sind etwa was, 7.000 Euro? Pro Monat, 14 Mal im Jahr, vor 27 Jahren. Irrsinnig viel Geld. Ich wurde gerade als Manager ausgebildet. Und Gott sprach zu mir, lass das alles los. Ich versorge dich, lass das los. Ich habe dich berufen, Gemeinden zu gründen, das Evangelium zu predigen, lass das los. Ich kann mich erinnern, ich konnte nicht schlafen. Ich war in Klagenfurt zur Ausbildung und ich war in meinem Hotel und ich konnte nicht schlafen. Ich zog mir den Morgenmantel an. Und ich ging raus in so eine Allee, da war 2:30 in der Nacht, es war kein Mensch dort. Und ich habe mit dem Herrn gerungen. Herr, ich weiß, du sagst, lass das alles los, aber die Gemeinde ist so klein in Leoben, die können mir mein Gehalt nicht bezahlen. Wie werden wir überleben? Und ich habe mich hingekniet, mitten auf dieser Straße, da war kein Auto um 2:30 in der Früh, habe mich mitgekniet und habe gesagt, Herr, ich will mit dieser Angst, dass ich nicht genug Versorgung habe, nicht mehr leben. Ich will damit nicht mehr leben. Und ich habe müssen mein eigenes Herz davon überzeugen. Und was geschah? Immer wieder kamen diese Ängste herauf und da merkte ich, in Wirklichkeit glaubt mein Herz nicht. Ich konnte dir jede Bibelstelle zitieren, dass Gott unser Versorger ist, aber mein Herz hat es nicht geglaubt. Ich hätte dir die beste predigen können, dass Gott unser Versorger ist, aber mein Herz hat es nicht geglaubt. Und dann musste ich mein Herz überzeugen. Und du kannst, ich habe ein Buch, das spricht über göttliche Versorgung, glaube ich, heißt das so ähnlich, wo ich dieses genau beschreibe, was Gott auch mir getan hat. Und wir haben, was wir erlebt haben, David und ich, das kann sich kein Mensch vorstellen, was wir übernatürliche Versorgung erlebt haben, wie oft wir alles weggegeben haben, weil wir gewusst haben, er versorgt uns sowieso. Aber wie ist das geschehen? Unser Herz musste überzeugt werden. Und wenn ich mir die Mühe nicht gemacht hätte, mein Herz zu überzeugen, dass Gott mein Versorger ist, könnten wir heute niemals Waisenhaus in Brasilien bauen. Niemals. Aber heute ist mein Herz überzeugt. Absolut 100% überzeugt. Und diese Arbeit nimmt dir niemand ab. Du musst durch die Meditation über die Gottesfakten und über das Bekennen der Gottesfakten dein Herz überzeugen. Und hier musst du verstehen, es geht nicht darum, dass ich etwas bekenne, was ich schon glaube. Du musst ehrlich sein. Natürlich, wenn du es mal glaubst, das ist so toll, dann bist du in die Ruhe eingegangen. Ich brauche jetzt gar nichts mehr bekennen, um nichts zu überzeugen. Wenn die mir heute meinen WhatsApp schicken, wir brauchen sofort 10.000 Euro für dieses Waisenhaus, da gibt es einen Notfall, sage ich, okay. Braucht niemand mehr überzeugen. Mein Herz ist überzeugt. Das Geld ist nicht mehr da. Aber wenn dein Herz nicht wirklich glaubt, bitte mach dir die Mühe und überzeuge dein Herz durch die Meditation über den Gottfakten und über das Bekenntnis. Aber das Bekenntnis, da gebe ich dir jetzt einen Schlüssel.
Die wird dein Leben so radikal verändern. Das beste Beispiel, das ich überhaupt erlebt habe, als praktisches Beispiel, das ist für mich eigentlich ein Typ in Polen, der Angie. Der hat wie viel abgenommen, Reini? 35 Kilo in mehr? 50 Kilo? 50 Kilo in wenigen Monaten. Der Typ ist, wie alt ist er? 35 etwa? Circa 35 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, glaube ich. Ja? Verheiratet, 2 Kinder, der war immer etwas dicklich. Und ich kam, jetzt bin ich nicht mehr so oft in Polen, aber da war ich 3, 4, 5 Mal im Jahr vielleicht in Polen, ich weiß nicht genau. Und ich kam dann einmal wieder nach Polen und plötzlich geht er über die Tür und ich sehe diesen, den ich ja schon seit vielen Jahren kenne. Und ich sehe ihn dünn. Und ich sage, Angie, bist du's? Was ist mit mir los? Und den Typen musst du kennenlernen, der ist ein sehr interessanter Kerl. Ich mag ihn irrsinnig gern. Die Angie sagte zu mir, du bist schuld, du bist schuld. Was heißt, ich bin schuld? Er hat gesagt, ich habe den Schlüssel angewandt, den du uns gegeben hast und ich habe mein Herz überzeugt. Ich konnte nie abnehmen, ich hatte keine Disziplin. Heute läuft er, glaube ich, Marathon sogar, gell? Er hatte keine Disziplin. Er hat sein Herz überzeugt durch den Schlüssel, den ich euch jetzt gebe. Und er hat sein Herz zum Glauben gebracht an diesen Gottfakten. Und plötzlich ging er in die Ruhe ein. Und vielleicht sogar so in die Ruhe eingegangen, dass wir ihm sagen müssen, jetzt ist Stopp. Unbeschreibliche, radikalste Veränderung im Leben dieses Mannes. Warum? Weil sein Herz plötzlich überzeugt war. Und schau, der Schlüssel ist ganz einfach. Du musst die Gottfakten, das will ich betonen, die Gottfakten, die Dinge, die durch den neuen Bund gegeben sind, die Dinge, die in der Vergangenheit geschrieben sind, die in Christus drin haben oder durch Christus, die musst du über dich so bekennen, um dein Herz zu verändern. Erstens meditierst du, aber du musst sie auf eine gewisse Art und Weise bekennen mit einem bestimmten Schlüssel. Und hier ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist B wie Bertha, P wie Paul, G wie Gott und P wie Paul. B, P, G, P. Okay? B, P, G, P. Ganz einfach. Reinhard, was heißt das? B, G, P. B, P, G, P. Ganz einfach. Erstens, diese Dinge, die du über dein Herz bekennst, die müssen erstens biblisch sein. Und da haben auch wir viel kaputt gemacht. Ja, bekenn einfach, was du willst. Ja, klar. Positiv bekennen. Eddie Murphy. Na, wie heißt nicht Eddie? Der heißt anders irgendwie. Wie heißt der? Joseph Murphy. Ja, ja, zieh dich nur selbst aus dem Kopf beim Schopf. Werden wir schon schauen, wie das hingeht. Es geht nicht. Also erstens, es muss biblisch sein. Es müssen Gottfakten sein. Zweitens, das P steht für persönlich. Du musst es für dich persönlich in Anspruch nehmen. Wenn ich gesegnet bin mit jeder geistigen Segen in der Himmelswelt, muss ich das für mich persönlich annehmen. Drittens, ich muss es in die Gegenwart bringen. Nicht in der Zukunft lassen. Gegenwart. Wenn die Bibel sagt, dass es geschehen ist, ist es bereits Gegenwart von Gottes Sicht aus. Du siehst es noch nicht in deinem Leben, weil es dein Herz nicht glaubt. Aber wenn es dein Herz glaubt, dann wird es auch für dich zur Gegenwart. Und da haben die eben diesen Fehler gemacht. Und viertens, das P, es muss positiv sein. Jetzt werde ich dir das ganz einfach erklären. Dieser Schlüssel ist eigentlich etwas, das Gott unserem Glaubensvater Abraham gegeben hat. Ich habe viele Predigten gehört, ja, es war der Gotteswille, dass Abraham über 10 Jahre gewartet hat, um seinen Isaac zu bekommen, weil das Warten ist eine wichtige Zeit, da lehrt uns Gott alles Mögliche. Ich finde keinen Beweis in der Bibel, dass es der Wille oder der Wunsch Gottes war, dass Abraham 10 Jahre gewartet hat. Die Beweise, die ich finde, dass der Mann ein ungläubiger Kerl war, der absolut nicht geglaubt hat, was Gott gesagt hat. Aber Reinhard sagt das noch nicht so, weil Abraham glaubte und Gott dient. Ah, schauen wir uns das mal ganz genau an in der Bibel, okay? Ich werde euch jetzt beweisen, dass dieser Mann ein absolut ungläubiger Kerl war mit einem ungläubigen Herzen. Wisst ihr, was mich immer irgendwie ein bisschen Probleme gemacht hat? Es hat mir immer Probleme gemacht, wenn ich den Abraham anschaue in 1. Mose,
Und wenn ich Hebräer 11 und Hebräer 4 und Römer 4 anschaue, das unter einem Deckel zu bringen. Hebräer 11 ist dem Mann ein Glaubensheld. Römer 4 ist dem Mann ein Glaubensheld. Der glaubte gegen alle Umstände. Aber wenn ich sein Leben anschaue, da war Unglauben, Lügen und was weiß ich was alles. Und ich habe mir immer gesagt, ist Gott einfach so nett, dass er nur das Gute in uns sieht? Aber Moment, wie kann die Bibel im Hebräer 11 und in Römer 4 eine andere Person darstellen, die eigentlich gezeigt wird, wenn wir die Mose-Kapitel durchgehen? Es ist ganz einfach, ganz einfach. Schau, ich zeige euch das. Erstens, ich will euch mal zeigen, wie ungläubig dieser Mann war. Gott kam zu Abraham und er sagte zu Abraham in 1. Mose 12, ich will dich segnen und zum Segen machen. In dir werden gesegnet werden alle Völker der Erde und du wirst viele Nachkommen haben. Ihr kennt diese Aussage, ja? Hört zu. Hat er das geglaubt? Nein. Warum hat er es nicht geglaubt? Stell dir vor, Gott kommt und sagt zu dem Mann, pass auf, ich habe viele Nachkommen für dich. Im selben Kapitel, ein bisschen später, macht er Folgendes. Der sagt zu seiner Frau, du lüg. Lüg und sag nicht, dass du meine Frau bist. Sag, dass du meine Schwester bist, weil du bist so bildhübsch. Und wenn die glauben, du bist meine Frau, die bringen mich um, um mit mir zu schlafen. Sag, du bist meine Schwester, die sollen ruhig mit dir schlafen. Meine Frau hat mich umgebracht. Wenn ich die Hose voll habe und feig bin und zulasse, dass andere Männer mit ihr schlafen, weil ich meine Hose voll habe, du liebe Zeit, dann lernt man die Frau aus der amerikanischen Luftwaffe kennen. Und zu Recht. Und zu Recht. Was für ein Mann lässt seine Frau mit anderen Männern schlafen, weil er feige ist? Das war Abraham. Wenn Abraham geglaubt hätte, dass Gott gesagt hat, du wirst der Vater vieler Nachkommen sein, wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, kein Problem, Mädchen, niemand kann mich umbringen, ich bin unsterblich. Denn die Verheißung ist nicht erfüllt. Es kann mir niemand mein Leben nehmen, bis sich das erfüllt hat, was mein Gott gesagt hat. Ich bin der Vater der Nationen. Er hat es nicht geglaubt. Wenn er es geglaubt hätte, hätte er niemals Angst um sein Leben gehabt. Niemals. Seine Handlungen beweisen, dass er es nicht geglaubt hat. Was geschah? Als Gott sah, dass 10 Jahre lang dieser Mann nicht glaubte, was Gott gesagt hat, hat Gott Folgendes gesagt. Gott hat gesagt, ich gebe dir einen Schlüssel zur Veränderung deines Herzens, mein lieber Freund Abraham. Schau mal, was Gott in 1. Mose 21, Vers 5 sagt. Wir kennen das alle sehr gut. 1. Mose 21, Vers 5. Darum sollst du... 15 Vers 5. Entschuldigung. 15 Vers 5. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wie du... Moment mal, ich habe irgendwo eine falsche Bibelstelle. Wer kann mir helfen? Wo Gott zu Abraham sagt, der Name soll nicht mehr Abraham heißen, sondern Abra... 17 Vers 5. Sorry. 1. Mose 17, Vers 5. Schau her. Da kommt Gott zu ihm nach mehr als 10 Jahren des Unglaubens und sagt Folgendes. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll der Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Spricht die Bibel in Hebräer 11 und in Römer 4 von Abraham oder von Abraham? Abraham. Weil der Abraham hat nichts geglaubt. Also was war die Lösung Gottes für das unglaubige Herz dieses Abraham? Er änderte sein Bekenntnis. Wohin änderte er sein Bekenntnis? Wir lesen einfach Abraham und Abraham. Ja, für uns ist das ja kein großer Unterschied. Da gibt man halt einfach ein H hinein. Aber wir müssen wissen, das war ja Hebräisch. Gott hat nicht einfach gesagt, jetzt bist du nicht mehr Abraham, jetzt bist du Abraham. Abraham bedeutet Vater, erhabener Vater. Das war ja in seiner Sprache so. Das ist das Wort, die Bedeutung. War Abraham ein erhabener Vater? Ja, er hatte den Ismael. Das war er. Aber Abraham bedeutet Vater der Nationen, Vater vieler, Vater einer Vielzahl. War er das? Nein. Jetzt stell dir mal vor, Gott kommt und sagt, von jetzt an darfst du dich nur mehr nennen Vater vieler. Jetzt kommst du nächsten Tag ihn besuchen. Hallo, ich bin der Reinhard. Und er sagt, hallo, ich bin der Vater vieler. Wirklich, wo sind sie denn?
Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Du bist der Vater vieler. Wie viele Kinder hast du denn? Ja, weißt du, da gab es so etwas in meinem Leben. Ja, was gab es denn da? Wie viele Kinder hast du denn? Es ist mir jetzt ein bisschen peinlich, weil wahrscheinlich denkst du, ich bin ein verrückter Fanatiker. Aber da hatte ich eine Begegnung mit Gott. Und Gott kam zu mir und Gott hat gesagt, von sofort an muss ich sagen, ich bin der Vater vieler. Ja, wo sind denn die vielen? Ja, das ist eben das Problem. Ja, genau. Ja, also weißt du. Und so geht es uns auch. Der Gott sagt, ich bin gesegnet. Abraham wurde von Gott beauftragt zu sagen, was ich bin. War es biblisch? Und Gott sagt, ja, Gott hat es gesagt. War es persönlich? Ja, ich. War es in der Gegenwart? Ja, von jetzt an bist du. War es positiv? Ja, ich bin der Vater vieler. Ich bin der Vater vieler. Diese Formel hat Gott dem Abraham gegeben, um dem Abraham sein Herz zu ändern. Und wenn wir die Gottfakten nennen und mit dieser Formel über unser Leben deklarieren, in dem Bewusstsein, es geht darum, unserem Herz zu überzeugen, damit das Herz es endlich glaubt, weil es bereits ein Faktum ist. In dem Augenblick, wo unser Herz das glaubt und wir zu handeln, darauf danach beginnen, werden wir sofort dieses Erlebnis haben. Und wisst ihr, was das Herrliche ist? Abraham hat 3 Monate gebraucht, um sein Herz zu überzeugen. Warum wissen wir das? Von dem Augenblick an, wo Gott gekommen ist, 1 Jahr später hat er ein Baby. Wie lange ist man schwanger? 9 Monate. 3 Monate hat Abraham gesagt, ich bin der Vater vieler. Ich bin der Vater. Jeden Morgen sagte deine liebe Sarah, Vater vieler, Frühstück ist fertig. Ich fühle mich eigentlich wie ein Heuchler. Und die anderen haben mir den Finger gezeigt. Was für ein Heuchler. Du nennst dich Vater vieler, zeig mir die Resultate. Was soll ich sagen? Gott hat gesagt, das muss ich sagen. Und über Sarai wurde dasselbe ausgesprochen im 15. Vers. Gott gab ihm die Formel, wozu, um sein Herz zum Glauben zu bringen. Und als sein Herz glaubte, dann geschah was? Sarah, du schaust heute so jung und hübsch aus. Was hast denn du denn heute geplant? Ich habe eine neue Zelteinrichtung. Möchtest mal mein neues Zelt sehen, das ich dir gebaut habe? Weil wisst ihr, als sein Herz es glaubte, konnte er handeln danach. Und dann ist das geschehen, was geschehen musste. Er nahm im Glauben, denn Gott fängt an. Schau mal, was hier gewaltig ist. Und das finde ich so gewaltig. Hier ist der Beweis genau, dass wir hier bereits einen Gottfakt sehen. Schau her, darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll der Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker was? Gemacht oder werde dich machen? War er da bereits Vater vieler Völker? Moment, Gott hat gesagt, ich habe dich gemacht, obwohl es noch gar nicht war? Und genau so geht's. In dem Augenblick, wo Gott sagt, es ist so, ist es so. Auch wenn du es in deinem Leben noch nicht siehst, es ist so, weil Gott hat gesagt, das habe ich gemacht. Es ist vollbracht. Du bist gesegnet mit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt. Das ist ein Gottfakt. Von Gottes Standpunkt ist es ein vollendetes, abgeschlossenes Werk. Und jetzt fehlt nur mehr du, dein Herz zu überzeugen, damit du das glaubst, was Gott bereits gesagt hat, dass es bereits ist. Warum hat Gott nicht gesagt, von jetzt an bist du Abraham, Vater der vieler, denn sobald du das glaubst, mache ich dich zum Vater vieler Völker. Warum hat Gott das nicht gesagt? Weil von der himmlischen, perfekten, vollkommenen Perspektive vom vollbrachten Werk des Kreuzes war es bereits getan. Das Problem war nicht bei Gott, das Problem war bei Abraham. Das Problem war nicht, dass Gott noch etwas tun musste. Das Problem war, dass er es glauben musste. Und in dem Augenblick, wo er es glaubte, manifestierte sich das, was Gott gesagt hat, dass es bereits ist. Und hier haben wir diesen Konflikt in so vielen Herzen von vielen Menschen. Hör zu, hör auf, bitte, 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 hör auf zu versuchen, Gott zu überzeugen, dir was zu tun oder was zu geben, was zu machen, was er getan, gemacht und gegeben hat. Hör bitte mit dem auf
und denke daran, es gibt ein Werk, eine Arbeit, in die Ruhe einzugehen, damit du diese Dinge erlebst. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt tun wir ein bisschen üben und praktizieren, dann gehen wir alle gut Mittagessen. Mein Schnitzel ist schon bestellt. Epheser 1, Vers 3, bitte, Manuel. Ich werde jetzt freiwillig von hier euch einfach rausschnappen. Ihr seid ja hierher gekommen zu meinem Seminar. Es ist nicht euer Seminar, es ist mein Seminar. Und da es mein Seminar ist, nehme ich mir die Freiheit, einfach willkürlich irgendwelche Leute von euch hier herauszuschnappen und herauszuholen, um euch zum Praktizieren zu animieren und zu bewegen. Wir lieben uns ja alle, wir sind im neuen Bund, da gibt es ja keine Probleme, auch wenn wir was falsch machen, wir sind hier, um zu lernen. Kein Problem. Gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Region in Christus. Zuerst hole ich keine raus, zuerst helfe ich euch einmal. Ist das eine Verheißung oder ein Gottfakt? Warum wissen wir das? Vergangenheit. Gibt es noch einen zweiten Clue, einen zweiten Hinweis? In Christus. Wer hat das gesagt? Da drüben, du bist aber wirklich super drauf. In Christus und Vergangenheit. Und jetzt werden wir das über uns deklarieren, um unser Herz zu überzeugen. Also erstens mal, du schreibst dir die auf. Und hier ist meine Hausaufgabe für euch. Ihr geht nach Hause und ihr beginnt an im Römer 1, durch die ganzen Briefe, die apostolischen Briefe, die studiert ihr und sucht ihr durch nach Gottfakten. Und die schreibt ihr euch alle raus und dann schreibt ihr euch sie rauf mit meiner Formel. Biblisch sind sie ja schon, weil sie sind ja schon im Wort Gottes und Gottfakten. Ihr schreibt sie euch raus persönlich, Gegenwart, positiv. Wenden wir diese Formel an jetzt für diese Aussage. Wie würden wir das sagen? Herr, ich danke dir, dass ich gesegnet bin mit jedem geistlichen Segen. Und das deklarieren wir, darüber meditieren wir und überzeugen unser Herz. Und irgendwann einmal wachst du auf in der Früh und auf einmal gehst du wie den Abraham. Wow, ich glaube das ja wirklich. Und wenn du das glaubst, weißt du, was geschieht? Plötzlich sagt deine Frau immer, typisch du. Typisch du. Es ist ja ein Wahnsinn, was bei dir perfekt halt alles haut immer so. Typisch du. Weil der Segen manifestiert sich, wenn du ihn im nehmenden Glauben annimmst und wenn du nicht mehr Gott darum bittest. Nächsten Vers. Epheser Kapitel 2, Vers 6. Jetzt schnapp ich mir gleich einmal den Marco. Komm her zu mir, Marco. Marco, Epheser 2, Vers 6. Ist das eine Verheißung oder ein Gottfakt? Er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Gottfakt. Woher weißt du das? In Christus und Vergangenheit. Sehr gut, der Mann ist gut. Okay, und jetzt verwendest du diese Formel an, die ich dir soeben gegeben habe und deklarierst das über dich, um dein Herz zu überzeugen. Ich bin mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Perfekt, danke. Seht ihr, wie einfach das ist? Jetzt stell dir vor, wenn sein Herz wirklich glaubt, dass er nicht mehr auf dieser Erde ist, sondern im Himmel ist. Da kann der Teufel tun, was er will. Da können die Umstände schreien, wie sie will. Da kann Chaos um ihn herum sein, auf dieser Erde, wie er will. Wisst ihr, was er da machen wird? Er wird in der Ruhe leben. Es gibt keinen Frust mehr, es gibt keine Depression mehr. Denn er wird aufstehen und sagen, ja, was ist das Problem hier unten? Ich bin ja da oben. Und plötzlich sieht er alle Umstände von einer ganz anderen Perspektive. Wenn sein Herz glaubt, dass er tatsächlich in der himmlischen Welt mit Christus Jesus ist, dann schaut er runter und sagt, das Chaos da unten ist mir eigentlich wurscht. Weil da, wo ich bin, ist kein Chaos. Da ist Vollkommenheit. Das Problem ist, dass unsere Herzen uns sich so schwer tun, mit diesen Dingen umzugehen, weil unser Herz es nicht glaubt. Wir müssen aufhören, in Werksgerechtigkeit zu leben, aufhören, im Gesetz zu leben, aufhören, nach dem alten Bund zu leben und aufhören, was zu vermischen. Und jetzt nehmen wir Römer Kapitel 8, Vers 2. Ich liebe diesen Vers. Wem schnappen wir uns jetzt den Martina? Komm mal her zu mir. Römer 2, 8, Vers 2. Okay. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Verheißung oder Gottfakt? Fakt. Warum? In Christus Jesus bin ich frei gemacht, Vergangenheit. Sehr gut. Vergangenheit und in Christus Jesus. Seht ihr, wie einfach die Gottfakten zu finden sind?
Wie deklarierst du das über dein Herz, um dein Herz zu überzeugen, dass du es glaubst? Mach dir keine Sorge, Fehler dürfen wir machen, wir helfen dir alle miteinander. In Christus, ich bin in Christus freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Absolut. Genau. Ich bin frei, danke. Ich bin frei, vom Gesetz des Todes, vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das Wort Gesetz hier bedeutet nicht wie die Gebote. Das Wort Gesetz bedeutet hier wie das Gesetz der Schwerkraft. Diese ziehende Kraft. Hör zu. Wenn du in deinem Herzen diese Wahrheit glaubst, ist der Kampf gegen die Sünde vorbei. Warum? Ich bin frei von der Macht, von der Kraft, der Sünde und des Todes. Ich bin frei. Ich bin frei. Was tun wir? Die Versuchung der Sünde kommt und wir kämpfen gegen die Sünde. Oh, Jesus, hilf mir. Jesus, gib mir Kraft. Jesus, hilf mir. Jesus, ich muss das überwinden. Oh, du liebe Zeit. Wenn dein Herz glaubt, dass du tatsächlich frei bist von der Kraft der Sünde und von der Kraft des Todes, weißt du, was du machen wirst? Die Sünde klopft an und sagt, klopf ruhig, ich bin frei. Ich brauche nicht zu sündigen. Nächste Gott-Fact. Epheser 1, Vers 4. Epheser 1, Vers 4. Nimm dich da mal, ja. Komm her, sag mir den Namen noch einmal. Stephanie. Stephanie, schau her. Ist das eine Verheißung oder ein Gottfakt? Du hast gerade gesagt, Gottfakt. Du bist da gescheit. Die Kärntner sind schon gescheit. Das muss man schon sagen. Bitte? Tirol. Du bist eine Tirolerin? Ja. Redst wie eine Kärntnerin, warum das? Sprichst Fremdsprachen? Ja, genau. Sehr gut. Okay, sorry, tut mir wirklich leid. Alles klar. Woher in Tirol? Hört man überhaupt nicht. Gratulation. Wie viele Sprachen sprichst du? Steirisch auch? Ja, wenn der Heilige Geist ist. Ah, okay. Okay, hast du bereits gesagt Gottfakt. Jetzt wirst du diesen Gottfakt über dich deklarieren mit der Formel, die ich dir mitgegeben habe, um dein Herz zu überzeugen. Hier ist das Mikrofon. Okay. Er hat mich in ihm auserwählt. Nicht er hat mich, ich. Ich bin auserwählt. vor Grundlegung der Welt, damit ich heilig und tadellos vor ihm bin in Liebe. Absolut. Dankeschön, Stephanie. Ich bin auserwählt vor Grundlegung der Welt. Wann wurdest du auserwählt? Bist du auserwählt oder wird er dich erwählen? Hör zu. Wenn du diese Tatsache in deinem Herzen glaubst, ist jeder Minderwertigkeit komplett weg. Jede Unsicherheit ist weg. Jede Sache, liebt er mich nicht, ist weg. Moment einmal, wenn ich schon ausgewählt worden bin, bevor es die Welt überhaupt gegeben hat, ich habe einmal die Frage gemacht, was war das Erste, was Gott gemacht hat? Und die Leute haben alle gesagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Nein, 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 am Anfang hat er an mich gedacht und mich erwählt. Dann hat er erst die Welt geschaffen. Jeder Minderwertigkeitskomplex ist bei der Tür draußen. Ich bin erwählt, ich bin erwählt. Schon vor Grundlegung der Welt. Okay. Der ist so genial. 2. Petrus 1, Vers 3. 2. Petrus 1, Vers 3. Möchtest du mal? Auch wenn du nicht möchtest, kommst du. 2. Petrus 1, Vers 3. 2. Petri 1, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was wir zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch den Kenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Verheißung oder Gottfakt? Gottfakt. Warum? Da er uns alles geschenkt hat, was wir zum Leben brauchen und der Gottesfurcht dienen, durch die Erkenntnis dessen, dass er mich berufen hat, durch die Herrlichkeit und meine Tugend. Warum ein Gottfakt? Wie weißt du das? Weil es eine Vergangenheit ist, weil es ja verheißen ist. Alles geschenkt hat. Vergangenheit. Und jetzt deklarierst du das mit meiner Formel. Persönlich, Gegenwart und positiv. Konzentriere dich auf die Phrase, seine göttliche Kraft hat mir alles geschenkt.
Persönlich? Ich? Ich habe alles geschenkt bekommen. Perfekt, danke. Ich habe alles geschenkt bekommen, was ich zum Leben und zur Gottseligkeit brauche. Wenn dein Herz glaubt, dass du bereits alles geschenkt bekommen hast, um wie viel bittelst du denn noch? Frage. Aber Moment, Rainer, das ist doch zu radikal und zu extrem. Rede mit dem Autor dieses Buches bitte, nicht mit mir. Er hat mir alles geschenkt. Sieg hat er dir bereits geschenkt. Versorgung hat er dir bereits geschenkt. Alles, was du brauchst zum Leben, das Wort Leben hier ist das griechische Wort Zoe, ein Leben im Überfluss. Du brauchst von Gott nichts mehr erbitten, um ein Leben im Überfluss zu haben, weil er hat dir alles gegeben, um dieses Leben im Überfluss zu leben. Hat er bereits getan. Schauen wir noch ganz kurz, dann gehen wir in die Pause. Diese ist ganz gut. Am liebsten würde ich meine Frau hervorrufen, aber die ist ganz hinten, die will ich jetzt nicht stören. Kolosser 2, Vers 10. Kolosser 2, Vers 10. Ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Rudi. Gott fuckt oder verheißen? Gott fuckt. Warum? Weil ich bin bereits zur Fülle gebracht worden in ihm, der das Haupt der Herrschaft. Zwei Schlüssel. Ich bin gegen Vergangenheit und in ihm. Zwei Schlüssel. Deklariert es mit dem Schlüssel, den ich gegeben habe. Ich bin zur Fülle gebracht in ihm, der die Herrschaft und alle Gewalt hat. Ich bin zur Fülle gebracht. Oh Herr, bitte bring mich zur Fülle. Oh Herr, bitte bring mich weiter. Oh Herr, oh Herr, oh Herr, oh Herr. Ich bin zur Fülle gebracht. Ich bin absolut zur Fülle gebracht. Die Herren schon aufgehört. Sie stört mich nicht. Nehmen wir Römer 5, Vers 1. Römer 5, Vers 1. Und dann noch einen, dann hören wir auf. Römer 5, Vers 1. Ja. Römer 5, Vers 1. Okay, wer kommt? Bernd. Gott, Fakt oder Verheißung? Bleiben wir bei den Fakten, oder? Warum? Ich bin gerechtfertigt, das ist bereits vergangen. Vergangenheit. Vergangenheit. Sehr gut. Jetzt deklarierst du dann über dich, um dein Herz zu überzeugen mit meiner Formel. Da ich durch Glauben gerechtfertigt bin. Das da lässt er mir weg. Ich bin gerechtfertigt durch Glauben. Perfekt. So habe ich Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich bin was? Ich bin was? Was ist, wenn du Mist baust? Was ist, wenn du sündigst? Was ist, wenn du mit einer Frau schreist? Glaubt es dein Herz wirklich? Eine ist ehrlich. Danke für deine Ehrlichkeit. Wenn ich daneben haue, dann muss ich ehrlich sagen, ich möchte es glauben, aber mein Herz... Ich glaube schon, wenn ich da in dieser Leere sitze, aber wenn ich Mist baue, darum musst du dein Herz überzeugen. Ich bin gerecht. Ich bin gerecht. Herr, danke, ich bin gerecht durch den Glauben, nicht durch Werke, nicht durch das, was ich tue. Und da ich gerecht bin, wenn mein Herz das glaubt, weißt du, was geschehen wird? Wenn dein Herz glaubt, dass du gerecht bist, wirst du beginnen, gerecht zu handeln. Was ist uns beigebracht worden? Handle gerecht, handle gerecht, handle. So benimmt sich ein Christ nicht. So benimmt sich ein Christ nicht. Wir haben versucht, gerecht zu handeln, ohne dass unser Herz geglaubt hat, dass wir gerecht sind. Dann kommen die Pharisäer.